Robert Menasse, Sie haben die EU früher vor allem wegen der demokratiepolitischen Defizite kritisiert. Sie sind für ein Romanprojekt nach Brüssel gegangen, haben dort recherchiert und sind heute unter anderem auch ein Verteidiger der EU. Nun, landläufig hat man ja das Gefühl, die EU, das ist in Brüssel ein gigantischer Wasserkopf mit weltfremden Bürokraten, die die Bürger in der EU mit komischen Gesetzen plagen und triezen. Und Sie haben dort was anderes entdeckt. Können Sie mal ein bisschen erklären, wie das dort wirklich zugeht? Ja, zunächst einmal muss ich schon den Unterschied klar machen. Ich bin nicht ein Verteidiger der EU oder der EU in ihrem jetzigen Zustand, sondern ich bin zum Verteidiger der europäischen Idee geworden, zum Projekt der europäischen Einigung. Und ich habe bei meinen Recherchen in Brüssel entdeckt, dass vor allem die landläufigen Vorurteile, die es gegen die EU gibt, ja, in der Regel grotesk, absurd und auf jeden Fall falsch sind. Man kann an der EU sehr vieles kritisieren, man muss vieles kritisieren. Die Europäische Union ist ein menschengemachtes Projekt und wie alles Menschengemachte, natürlich hat es Fehler. Und die muss man aber erkennen und kritisieren und hier muss man ansetzen, um das Projekt weiterzubringen und zu verbessern. Aber die können wir vielleicht gerade mal noch schnell bleiben bei ein paar von diesen Vorurteilen? Weil, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben diese Vorurteile dann erst in Brüssel für sich selber abgelegt, hatten die also vorher auch? Nein, Vorurteile, wie ich sie hatte, sind die ganz normalen Urteile, die man vorher hat. Ja? Ich hatte ja auch keine anderen Informationen als das, was man in den Medien als Europapolitik berichtet wurde. Ich hatte keine anderen Informationen als das, was ich aus den Medien beziehen konnte. Das Problem ist natürlich auch, dass wir nur nationale Medien haben. Ja, und dass alle Medien unter einem nationalen Blickwinkel eine nachnationale Politik beurteilen oder darüber berichten. Und das war die erste große Erkenntnis, dass wir die EU an dem messen müssen, was eigentlich ihre Absicht war und nicht daran, was der Nationalstaat glaubt, in seiner Verteidigung seiner Souveränität und seiner alten Form gegen die EU vorzubringen hat. Ein klassisches Vorurteil war zum Beispiel oder ist ja bis heute in den Köpfen der meisten Menschen die unglaubliche Bürokratie Brüssels. Das wird immer dargestellt als ein enormer bürokratischer Moloch. Da sitzen riesigen Glaspalästen, sitzen abertausende Menschen, unglaublich viele Bürokraten, die weltabgewandt und in Unkenntnis der Realität sich groteske Dinge einfallen lassen. Das ist, wenn man ein bisschen nur sich das genauer anschaut und nachforscht, so falsch, dass nicht einmal das Gegenteil richtig ist. Es ist einfach vollkommen grotesk. Die Europäische Union hat in ihren Institutionen, ja, eine extrem schlanke, extrem effiziente Bürokratie. Ein kleines Beispiel, ich komme aus Wien. Die Stadt Wien hat mehr Beamte zur Verwaltung der Stadt Wien als die Europäische Union für die Verwaltung des ganzen Kontinents. Das muss man sich einmal vor Augen halten. Ja. Das Zweite ist, dass die sich so groteske Dinge einfallen lassen. Ja. Da sitzen Beamte, die lassen sich da irgendwelche absurden Dinge einfallen, ja, Gurkenkrümmung oder solche Dinge. Die Wahrheit ist, die Europäische Kommission und wie auch die anderen europäischen Institutionen, aber wesentlich die Europäische Kommission, kann nur tun, wofür ihr die Mitgliedstaaten ein Mandat geben. Wenn jetzt also die Europäische Kommission eine vernünftige Europapolitik machen möchte im Hinblick auf ein konkretes, anstehendes Problem, nehmen wir gegenwärtig diese Frage der vielen Flüchtlinge und der Migrationspolitik. Wenn jetzt die Europäische Kommission eine gemeinsame, vernünftige, gut organisierte europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik entwickeln will, dann sagen die einzelnen Mitgliedstaaten, also immer jeweils Einzelne in besonderem Maße, nein,
Das dürft ihr nicht. Dafür geben wir euch nicht das Mandat. Da legen wir ein Veto ein. Zum Beispiel bei der Asylpolitik haben bestimmte Staaten, darunter zum Beispiel Österreich, ja, ein Veto eingelegt, als schon vor Jahren die Europäische Kommission das kommen gesehen hat und entsprechende Papiere vorgelegt hat. Und die österreichische Innenministerin hat gesagt, wir lassen uns von Brüssel nicht vorschreiben, lassen wir uns nicht vorschreiben, wie viele Flüchtlinge wir aufzunehmen haben. Weil damals hat sie noch geglaubt, sie kann das an den Grenzen abwehren, sie kann das sozusagen im kleinen, kuscheligen Nationalstaat irgendwie unter Kontrolle halten. Sie wollte nicht den Wut der nationalen Wähler, die dann sagen, wieso geben wir das aus der Hand, Brüssel schickt uns dann Flüchtlinge. Ja. Sie wollte den nationalen Wahl gewinnen. Und als sie gemerkt hat, dass das einfach nicht funktioniert, weil die kommen einfach, ja, auf einmal sagt sie, es ist ein Skandal, dass Brüssel sich nicht bewegt, dass Brüssel keine Vorschläge, dass von Brüssel nichts kommt, ich werde Brüssel klagen. Ja, wen will sie klagen? Sie hat selbst Sitz und Stimme im Europäischen Rat, sie müsste sich selbst klagen. Ihre Hausjuristen mussten sie darauf aufmerksam machen, dass sie das gar nicht kann. Sie müsste sich selbst klagen. Aber so entstehen diese absurden und grotesken Missverständnisse. Die Kommission kann nur tun, wofür ihr die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten oder die Fachminister ein Mandat geben. Wie war das mit der Gurke? So, und es geben sie am liebsten den Brüsselern ein Mandat für Dinge, die sie selbst eigentlich von sich wegschieben wollen und dann sagen zu können, Brüssel hat das gemacht. Ja. Mit der Gurke war das ganz einfach so, deutsche Frechter, ja, haben entdeckt, man kann also gerade Gurken, die keine zu starke Krümmung haben, da kann man in ein Package mehr und das kann man irgendwie logistisch besser ordnen und verpacken und transportieren, als wenn die Gurken irgendwelche Krümmungen haben. Und jetzt haben die Deutschen bei der Kommission nur angefragt, widerspricht es EU-Recht, wenn wir von den Bauern verlangen, dass wir ihnen nur gerade Gurken abnehmen. Und dann hat die Kommission der Wahrheit entsprechend gesagt, wenn ihr in Deutschland euren Bauern das so erklärt, ihr wollt nur gerade Gurken und nehmt keine gekrümmten, das widerspricht keinem EU-Recht. Also das könnt ihr da, das ist in eurer Souveränität oder das könnt ihr machen, wie ihr das wollt. So. Und daraufhin haben die Frechter den Bauern gesagt, das kommt von Brüssel, es tut uns leid, wir können nur mehr die geraden Gurken nehmen. Ja. Es haben die Bauern, sie waren sich aufgeregt, haben mit Journalisten geredet, die haben das geschrieben. Mittlerweile haben die Frechter in anderen Ländern die Vorteile gesehen von geraden Gurken beim Verpacken und Transportieren und haben gesagt, ja, das übernehmen wir. Und plötzlich ist die Legende entstanden, es gibt eine EU-Richtlinie, dass Gurken gerade sein müssen. Hat es nie gegeben. Und das hat eine solche Eigendynamik bekommen, dass dann aber die Kommission diese nie existierende Richtlinie vor 2 Jahren außer Kraft gesetzt hat, durch ein Kommuniqué. Es ist keine Richtlinie. Und es gibt kein Gesetz, dass Gurken gerade sein müssen, so, aber bis heute geistert es als Vorurteil in der Gegend herum. In der Regel ist es so, wenn die Staats- und Regierungschefs von der Kommission was wollen, ja, zum Beispiel der deutsche Innenminister Schilly weiß, er bekommt im Deutschen Bundestag unmöglich eine Mehrheit für diese neuen Pässe mit diesen vielen Daten, die da drinnen abgespeichert sind, mit diesen Chips. Da gibt es zu viele deutsche Parlamentarier, die sagen, ja, Datenschutz, Personenschutz, Freiheitsrecht und so weiter. Er kriegt nie eine Freiheit, eine Zustimmung. Jetzt hat er die Kommission beauftragt, sowas auszuarbeiten. Die Kommission macht, was die Mitgliedstaaten ihr als Mandat geben. Haben das ausgearbeitet. Und daraufhin konnte der Schilly nach Deutschland zurückfahren mit hängenden Ohren und ganz zerknirschtem Gesicht und sagt, was soll ich machen? Brüssel. Brüssel will jetzt diese neuen Pässe haben mit diesen isometrischen Daten und so weiter. Ja. Also das ist ein ganz böses und gemeines Spiel, das da gespielt wird. Und sozusagen die Probleme, also das, was die Mehrzahl der Bevölkerung als problematisch
zu Recht problematisch sieht am Gefüge der Europäischen Union, das geht immer alles aus vom Europäischen Rat. Also das ist sozusagen die Institution, wo sich die Vertreter der einzelnen Nationalstaaten treffen, ja, und dann ein Mandat an die Kommission geben. Und da muss sich die Kommission ausarbeiten. Und die Menschen haben einen Hass auf die Kommission, ja, und glauben, der Rat ist so gut und wichtig, weil der vertritt ja noch unsere nationalen Interessen. Und dabei vergessen sie aber die Grundidee. Die Grundidee war ja, den Nationalismus zu überwinden. Nach 1945, nach dieser Erfahrung, dieser furchtbaren Erfahrung mit Nationalismus, was alles angerichtet hat, seit Mitte des 19. Jahrhunderts, drei blutige Kriege, ja, die Verwüstung des Kontinents, der Tod von Abermillionen Menschen, die Zerstörung der Infrastruktur, Misere, das alles Auschwitz, alles eine Konsequenz der nationalistischen Kämpfe. Und nach 1945 haben weise Menschen, die Einsicht gehabt haben und begriffen haben, was da geschehen ist, gesagt, das soll nie wieder geschehen dürfen, wir müssen Nationalismus überwinden. Und deshalb wurde dieses Projekt in dieser Form gegründet, nämlich in der Form, dass man supranationale Institutionen gründet und die einzelnen Mitgliedstaaten, die da teilnehmen, dazu bringt, in kleinen Schritten nach und nach nationale Souveränitätsrechte an diese supranationalen Institutionen abzugeben, eine Gemeinschaftspolitik zu machen, die Länder so zu verschränken, auch ökonomisch, die Ökonomie ist die Basis, ja, auch ökonomisch, dass keiner mehr einen Sonderweg gehen kann, ohne sich selbst viel mehr zu schaden als zu nutzen. Und irgendwann eines fernen Tages, was sich heute 60, 70, 80-jährige Intellektuelle, die immer noch im Blick oder in anderen Boulevardzeitungen sich als Experten gerieren, was sich die nicht vorstellen können, ist, dass eines Tages die Nationen absterben werden. Die Idee der Nation hatte historisch einen Beginn. Und wie alles, was in der Geschichte einen Beginn hat, wird es ein Ende haben. Und die weisen Männer, es waren damals keine Frauen dabei, darum kann ich das nicht gendern, aber die weisen Männer der Gründergeneration haben das so gesehen. Und die heutigen politischen Eliten haben diese Grundidee vergessen, renationalisieren, ja, verteidigen wieder nationale Souveränitätsrechte, geben keine entsprechenden Mandate mehr an die Kommission, die dafür also gegründet wurde, die gemeinsame Europapolitik, neben der Hütung der Verträge, die gemeinsame Europapolitik zu entwickeln, ja, bis sie immer knapp vom Abgrund stehen. Und wenn sie dann in den Abgrund hinunterschauen und dann merken, sie können das alleine als Nation nicht mehr lösen, dann auf einmal werden sie ein bisschen kleinlaut und dann kommt das nächste Mandat in die Kommission und die Europäische Union entwickelt sich einen Schritt weiter. Und genauso wird es auch passieren mit der Finanzkrise. Vor 5 Jahren Eurobonds, undenkbar. Ja? Jeder hat gewusst, man kann keine gemeinsame Währung haben, wenn man keine gemeinsame Finanz-, Wirtschafts- und Fiskalpolitik hat. Aber da wollten die Staaten ihre Souveränitätsrechte nicht hergeben. Die haben gesagt, machen wir mal die gemeinsame Währung, Budget und so, das machen wir alleine in unserem Nationalstaat. Kann nicht funktionieren. Dann haben wir gesagt, ja, wenigstens die Schuldenkrise kann man bewältigen durch Eurobonds. Ja. Dann haben sie gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Ich kann meinen Wählern nicht erklären, dass wir garantieren für die Schulden von diesen faulen Griechen oder so. Ja. 5 Jahre später war klar, die Eurobonds wird es geben, es wird eine gemeinsame Fiskalpolitik irgendwann kommen und sie müssen solidarisch sein innerhalb der Währungsunion, sonst geht das Ganze unter. Untergehen will niemand. Und immer dann, wenn es knapp vom Untergang ist, bewegen sich die politischen Eliten weiter. Genauso jetzt in der Asylproblematik. Ja? Es ist entmenscht, was sich da abspielt. Und die Verbrechen, die da geschehen, ja? Man muss das als Morde bezeichnen, ja? Die passieren deshalb, weil die Innenminister und die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sich gewehrt haben gegen eine Gemeinschaftspolitik. Kein einzelner Nationalstaat kann mehr dieses Problem alleine bewältigen. Ja? Auch Polen nicht, das glaubt, es kann sich vollkommen abschotten und gegen alles ein Veto einlegen. Ja? In dem Augenblick, wo die EU zusammenbricht, weil Österreich, Schweden,
Deutschland, Holland unter der Flüchtlingsmenge zusammenbrechen, da bricht da Polen zusammen, obwohl die keinen einzigen Flüchtling noch aufgenommen haben. Ja? Jetzt langsam begreifen sie es. Und jetzt begreifen sie, es muss eine akkordierte gemeinsame europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik geben. Und jetzt kommt sie. Das Geheimnis des europäischen Weges heute ist, dass man begreifen muss, dass scheinbar oder offensichtlich, also anscheinend, nicht scheinbar, anscheinend, die alte Monet-Formel von Jean Monnet, die ja 55, Gründervater. Gründervater, die Formel, die Jean Monnet 1955 schon formuliert hatte, dass die offensichtlich immer weiter stimmt. Ja? Nämlich welche? Die Formel ist, in der Krise wird im europäischen Projekt die Solidarität und das Zusammenwachsen sich weiterentwickeln. Ohne Krise verwalten wir, in der Krise entwickeln wir uns. Weil wenn keine Krise ist, glaubt jeder, er selber ist gut und tüchtig und macht alles richtig alleine. Ja? Aber man muss eines einfach einmal grundsätzlich begreifen. Es gibt heute in der sogenannten globalisierten Welt kein Problem oder kein Phänomen, das in unser Leben wirklich machtvoll hineinwirkt, das von einem Nationalstaat und sehr noch so groß, mächtig und reich, wie zum Beispiel Deutschland, und noch weniger von kleineren, das von einem Nationalstaat alleine bewältigt, gemanagt, gestaltet werden kann oder an den Außengrenzen abgehalten werden kann. Weil alle diese Phänomene, ob wir das wollen oder nicht, längst transnational geworden sind. Die Finanzstürme sind transnational, ja. Die Wertschöpfungsketten sind transnational, die Investitionen und Gewinnrückführungen sind transnational, die ökologischen Probleme sind transnational, Internet, was wir noch gar nicht begriffen haben, was es politisch bedeutet, wir spielen ja noch damit in Wirklichkeit, ja? Das Internet, die damit verbundenen Kulturaustauschphänomene, aber die damit verbundenen Gefahren wie Überwachung, ja, zum Beispiel, und Einschränkungen der Bürgerrechte. Alles das ist von keinem Nationalstaat innerhalb der eigenen Grenzen zu gestalten und zu regeln oder an den Grenzen fernzuhalten. Ja. Das heißt, nur eine Gemeinschaftspolitik, ja, kann das in den Griff bekommen. Österreich oder die Schweiz oder nicht einmal Deutschland, keiner dieser Staaten wird in der Lage sein, Microsoft in die Knie zu zwingen. Der Europäischen Union ist das bereits erst einmal gelungen. Das ist nur ein Beispiel. Und das Witzige bei der ganzen Geschichte ist, es ist nämlich geschichtsphilosophisch so interessant und so logisch, als die Gründerväter das europäische Einigungsprojekt auf den Weg gebracht haben, haben sie das gemacht aufgrund einer historischen Erfahrung. Ja, sie wollten etwas verhindern in Zukunft, was in der Geschichte, nämlich unmittelbar davor, passiert ist. Damals hat ja noch keiner eine Vorstellung davon gehabt, dass 60 Jahre später was Globalisierung heißen wird. Das heißt, das, was damals die Gründerväter in Europa begonnen haben, entspricht von der Geschichtslogik dem, was sich automatisiert auf der ganzen Welt, allerdings auf der ganzen Welt ungeordnet und ungestaltet entwickelt. Und nur die Europäische Union, ja, hat aufgrund seiner Gründungsidee und seiner Gründungsabsicht mehr oder weniger zufällig oder irrtümlich oder als Kollateralergebnis die Expertise, ja, für einen weltgeschichtlichen Zug, der einfach mächtig, machtvoll passiert. Globalisierung ist nichts anderes als die Zertrümmerung aller nationalen Grenzen. So kann man Globalisierung definieren. Ja? Und die Frage ist jetzt für uns jetzt nicht, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern die Frage ist, wollen wir es gestalten oder wollen wir es erleiden? Und wenn man sich diese Frage gestellt hat, dann gibt es nur eine Antwort. Wir wollen es gestalten und wir wollen es so gestalten, mit denen gestalten, an dem Ort einmal zunächst gestalten, wo es die größte Erfahrung damit gibt, Grenzen zu überwinden. Und das ist seit 60 Jahren das europäische Projekt. Jetzt gibt es einen Teil der Linken, der heute sagt, die EU ist in erster Linie ein Projekt, in dem genau diese Globalisierung angestoßen wird und in dem die Interessen der multinationalen Konzerne vorangetrieben werden. Ja. Die Linke oder die Linken haben im Moment
zwei große Probleme. Das erste Problem ist, sie kennen ihre eigene Geschichte nicht mehr, haben ihre eigene Geschichte vergessen. Und ihre eigene Geschichte ist im Wesentlichen eine Geschichte des Internationalismus. Ja, es hat ja geheißen, Proletarier aller Länder vereinigt euch, ne? Und nicht Proletarier vereinigt euch in jedem einzelnen Nationalstaat. Ja, es war ja die Glück, die Stolz und die Hohngeschichte der Linken, dass sie als vaterlandslose Gesellen verunglimpft wurden, weil sie Internationalisten waren. Aber das war in Wirklichkeit der Stolz der Linken. Ja? Und das Zweite, das haben Sie vergessen. Heute verteidigen Sie zum Beispiel nationale Arbeitsmärkte. Ja? Sie glauben, Sie sind für die Arbeit und Angestellten zuständig und Sie müssen deren Arbeitsplätze retten. Und dann verteidigen Sie die nationalen Arbeitsmärkte. Und dann schauen Sie, dass keine Rumänen auf den deutschen Arbeitsmarkt kommen oder keine Flüchtlinge ins deutsche Sozialsystem. Sie verteidigen das nationale Sozialsystem, Sie verteidigen also den nationalen Arbeitsmarkt. Und damit sitzen Sie in der Nationalismusfalle. Ja? Das heißt, Sie befinden sich auf diese Weise im diametralen Widerspruch zur Grundidee der Europäischen Union. Und da kommt das zweite Problem ins Spiel. Das zweite Problem der Linken ist, dass Sie die Grundidee der Europäischen Union nicht kennen. Ja, und dass sie die einfachsten Informationen oder die einfachsten Analysen, ja, die Marx noch selbstverständlich also, gemacht hätte, ja, in diesem konkreten Fall, einfach nicht begreifen. Zum Beispiel, dass die Wirtschaft, wie Marx gesagt hat, aber wie auch der amerikanische Präsident Bush gesagt hat, ist die Basis. Ja. Das heißt, man kann kein Projekt entwickeln, keine Utopie entwickeln, wenn es nicht diese Basis hat. Das ist klar. Also es muss also um wirtschaftliche Verflechtung gehen. Das ist die Basis. Aber gleichzeitig, ja, gibt es einen interessanten Sachverhalt in der Entwicklung der Europäischen Union. Die großen Konzerne waren immer gegen das Projekt. Und das wissen die Linken nicht. Und das ist so tragisch, dass die so viel nicht wissen. Es war schon bei der Gründung, schon bei den römischen Verträgen, haben die großen Wirtschaftsinteressensvertreter in Deutschland und Frankreich opponiert dagegen. Warum? Damals haben die noch sehr viel profitiert von Staatsaufträgen. Und die haben sich nicht vorstellen können, ja, ein System, wo plötzlich, wenn ich in Deutschland eine Autobahn bauen will, dass da nicht einfach die größte deutsche Baufirma den Auftrag bekommt, sondern dass sie eine französische bewerben kann. Ja. Deswegen waren die total dagegen. So, mittlerweile hat sich das eingespielt, aber heute sind es die großen Konzerne, die in Brüssel den größten Aufwand mit Lobbyismus machen, um zu verhindern, dass das europäische Projekt sich weiterentwickelt. Warum? Weil solange nationale Souveränitätsrechte gewahrt bleiben, solange können Konzerne, die ja multinational sind, die Nationen gegeneinander ausspielen und erpressen. Heute kann ein Großkonzern, ja, ein multinationaler Konzern, zum Beispiel in Deutschland sagen, wenn ich dort diese Steuern zahlen muss, dann gehe ich nach Polen. Die haben mir versprochen, dort zahle ich sie nicht. Die Polen sagen, Hauptsache, auch wenn sie keine Steuern zahlen, Hauptsache sie kommen, sie schaffen Arbeitsplätze. Ja? Die Deutschen wieder sagen, nein, wir wollen diese Arbeitsplätze nicht verlieren, also tun wir euch steuerbefreien. Das ist Erpressung, das ist Blackmailing. Ja? Und das machen die Konzerne. Die Konzerne leben nicht von der EU, die Konzerne leben gegen die europäische Idee. Und solange das Linke nicht begriffen haben und solange Linke nicht aufstehen und sagen, wenn ihr uns erpresst und sagt, ihr geht nach Polen zum Beispiel, ja, wenn ihr das macht, dann werden wir ein Netzwerk bilden, wo dann die polnischen Arbeiter streiken, wenn ihr kommt. Ja, weil wir haben die internationale Solidarität. Ja, und das ist leider Gottes das Verhängnis im Moment, dass die Rechten, seid einig, ja, und die Rechten wissen auch, was eine Interessenspolitik in ihrem Sinne ist, ja, im Hinblick auf europäische Politik, und die Linken ahnungslos sind, ja, und noch zerstritten, ja, und sich wechselseitig vorwerfen, also die Abweichung von einer reinen Lehre, die es nicht gibt. Ja. Und ich glaube, dass die dynamischere Weiterentwicklung der Europäischen Union da
dann stattfinden wird, wenn die Linke zu ihrer Kernkompetenz zurückgefunden hat. Die Kernkompetenz der Linken hat immer gelautet: analysiere die Kräfteverhältnisse in Arbeit und Kapital und sei internationalistisch. Und solange das nicht ist, haben wir zusätzlich zu den Krisen, die wir ohnehin haben, auch noch diese.